Ein Todesfall stellt für jede Familie immer wieder eine Extremsituation dar. Wir vom Bestattungsinstitut Zuch übernehmen alle anfallenden Arbeiten. Von der Wahl der Bestattungsart über die Auswahl des Sarges oder der Kleider bis zur Organisation der Trauerfeier unterstützen wir Sie bei allen anfallenden Aufgaben, um Ihnen wenigstens diese Last zu erleichtern. Für umfassende Informationen, zum Beispiel zur Friedwaldbestattung, können Sie sich auch gerne an uns wenden. Wir sind jederzeit für Sie da. Wir begleiten Sie im Todesfall eines geliebten Menschen und stehen Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite. Bestattungsinstitut Zuch in Zapfendorf und Ebensfeld. Liebe Freunde, willkommen bei Bamberg TV 1 und willkommen zum dritten Teil unserer großen Reportagenreihe. Im ersten Teil waren wir einen Tag beim Bestatter, haben einen Verstorbenen versorgt und im zweiten Teil haben wir euch gezeigt, wie ein Krematorium funktioniert. Heute sind wir im Friedwald und werden die Urne der Erde übergeben. Wie ein Friedwald funktioniert und was ein Friedwald ist, das erklären wir euch heute. Der Bestatter steht schon da und mit der Urne auch und da gehe ich jetzt hin. Angekommen sind wir im Friedwald. Alexander, du hast ja den Verstorbenen jetzt dabei. Ja. Welches Gefühl hat man so, wenn man so eine Urne jetzt in der Hand hält? Schon, ja, sehr pietätvoll. Also das ist mal wichtig, dass der letzte Weg so schön wie möglich gestaltet wird. Jetzt wurde der Verstorbene eine anonyme Bestattung, sprich alleine nur mit uns, ohne Angehörige. Kommt das öfter vor? Ja, ab und zu schon, ja. Mhm. Es kann sein, dass jemand halt nicht will, dass jemand dabei ist. Es kann aber auch sein, dass es niemanden mehr gibt, der in seinem Umkreis mehr erlebt und halt der vereinsamte Menschen sind zum Beispiel oder Einzelgänger grundsätzlich. Und jetzt im Friedwald die Bestattung? Im Friedwald, ja. So, Simone, du bist vom Friedwald. Was ist denn der Friedwald genau? Der Friedwald ist erstmal ein Wald wie jeder andere auch. Von außen kann man nicht unbedingt sofort erkennen, dass es ein besonderer Wald ist, denn die Besonderheit liegt nur in der Funktion. Es ist ein Bestattungswald, in dem die Asche von Verstorbenen in Urnen unter dem Blätterdach der Bäume an den Wurzeln beigesetzt werden kann. Kann man einen Baum auch alleine haben? Ja, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese Gemeinschaftsbäume, die man sich mit Unbekannten teilt. Dort kann man einzelne Plätze haben. Oder aber einen eigenen Baum, wo man selbst bestimmt, wer an dem Baum beigesetzt werden kann. Darf man auch Namensschilder anbringen oder macht man es ohne? Es gibt pro Baum eine Namenstafel. Beim eigenen Baum kann ich mir auch einen Text oder ein Symbol aussuchen und kann das etwas freier gestalten. Am Gemeinschaftsbaum ist das nicht möglich, da immer die Namen von allen Verstorbenen an dem Baum angebracht werden oder aufgeschrieben werden. Also ihr möchtet ja gar keinen Namen haben, das geht ja auch. Ja, anonyme Beisetzungen gibt es auch, die sind aber relativ selten. Aber wir haben den Fall heute dabei. Ne? Ja, genau. So, jetzt würde ich sagen, wo gehen wir jetzt hin? Zum Abschiedsplatz, glaube ich, heißt das. Jetzt gehen wir zum Andachtsplatz und dafür führe ich euch zum Andachtsplatz 1 und dort können wir Abschied nehmen von dem Verstorbenen. Gut, dann machen wir das so. Du zeigst uns mal den Weg. Wo gehen wir hin? Da. Wir gehen da. Also dann gehen wir mal hoch. Simone, jetzt haben wir den Verstorbenen auf den Platz gebracht. Das heißt, man kann hier im Wald dann Abschied nehmen. Ja, dafür haben wir den Andachtsplatz. Mhm. Es gibt bei uns am Standort 2 Andachtsplätze, weil das Areal so groß ist. Und hier kann man, wenn man das möchte, Abschied nehmen. Manchmal ist es eine größere Gruppe, die Abschied nimmt. Dann kommt auch oft ein Trauerredner mit oder auch ein Geistlicher. Der Friedwald ist konfessionsübergreifend. Das heißt, hier kann man sowohl christliche Beisetzungen haben, aber auch ganz normal Beisetzungen ohne jeglichen Glauben und das so gestalten, wie man das gerne möchte.
Aber ist schon eine ganz einzigartige Atmosphäre hier im Verein, finde ich, ne? Ich glaube, die Atmosphäre ist etwas, was ganz viele Menschen anspricht, weil der Wald ein Ort ist, der friedlich ist, ruhig ist und der auch ganz vielen Menschen Trost und Kraft gibt. Jetzt sind ja mittlerweile über 1300 hier bestattet worden, ne? Ja, das ist richtig. Die Zahl der Bestattungen nimmt zu bei uns und das Interesse, das wachsende Interesse, zeigt eigentlich, dass ein Bedürfnis da ist nach anderen Bestattungsmöglichkeiten. Wie kann ich denn meine Trauerfeier ausgestalten? Bin ich da frei oder gibt es Sachen, wo ich sage, das geht gar nicht? Man ist relativ frei. Es gibt ganz wenige Dinge, die nicht gehen. Und dazu kann man nur sagen, also alle Sachen, die man mitnimmt zum Dekorieren, die muss man einfach wieder mit nach Hause nehmen. Aber ansonsten, ob Sie ein Bild mitbringen möchten oder Blumenschmuck am Andachtsplatz, geht das immer. Aber wenn man wieder zu Besuch kommt später, dann übernimmt bei uns die Natur die Grabpflege. Die wechselt sich, jede Saison ist was anderes da und es ist spannend, sowas zu beobachten. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, ne? Richtig, genau. Okay. Ein Wandel der Jahreszeiten, das ist, glaube ich, auch was, was die Menschen wirklich sehr beruhigt und stärkt. So, dann würde ich sagen, halten wir ein bisschen innen noch und dann gehen wir zum Grabplatz, ne? Ja, machen wir noch eine Gedenkminute und dann begeben wir uns auf den Weg zur Grabstelle. So machen wir das. Mal da. So, das heißt, da unten ist das Loch ausgehoben worden. Wie tief ist das? Es gibt nur eine Vorschrift und die besagt, dass über der Urne mindestens 30 cm Erde sein müssen. In aller Regel ist es ca. 70 cm tief. Jetzt dekoriert ihr auch mit Herbstlaub außenrum und Moos, ne? Die Dekoration richtet sich nach der Jahreszeit. Wir benutzen das Material, was uns die Natur gerade bietet. Und im Moment haben wir sehr schönes, buntes Herbstlaub und können Moos benutzen. Im Winter wird dann natürlich Fichten- und Tannenreisig verwendet. Und im Frühjahr kann man dann natürlich alle Frühjahrsblüher wieder mit reinbringen, die hier so schön wachsen, wie die Himmelschlüsseln und zum Beispiel auch Buschwindröschen. Also da haben wir dann ganz andere Möglichkeiten wieder und so wechselt auch das im Laufe der Jahreszeiten. Und danach, wenn die Urne in die Erde verbracht ist, wird mit Erde aufgefüllt und den Rest ergibt sich durch die Natur, durch Wind, Regen, alles was passiert, verwischt sich das Ganze, richtig? Ja, also die Grabstelle ist ein Zeichen, das wissen jetzt die Angehörigen, wo die sich befindet und alle anderen geht es nichts an. Also wird nach der Beisetzung alles wieder weggeräumt, auch das Dekorationsmaterial und die Stelle wird so unkenntlich gemacht wie möglich. Das heißt, es kommt auch das alte braune Laub wieder über die Stelle drüber, damit es eben für andere nicht auffindbar ist. Und wenn man wiederkommt, dann hat man ja im Friedwald nicht die Möglichkeit, irgendwelches Blüten- oder Blumenmaterial abzulegen. Aber man kann sich helfen, zum Beispiel jetzt, wenn man im Herbst so schönes Buchenlaub findet oder ein schönes Ahornblatt oder irgendwas, das kann ich mitnehmen und kann das unter dem Baum ablegen. Das stört niemand anderen und fällt kaum auf und man hat einfach seinem natürlichen Bedürfnis nachgegeben. Das ist eine Alternative. Oder aber ich finde was besonders Schönes, nehme es mit nach Haus. Da habe ich eine Ecke mit einem Foto vom Verstorbenen und da kann ich es hinlegen und kann mich jeden Tag daran freuen, an dem schönen Platz im Friedwald. Wow. Also Simone, du bist eine ganz, ganz coole Hut ab. So, dann ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir den Verstorbenen beisetzen. Ne?
Also Simone, das ist schon ein ganz, ganz eigener Ort, finde ich. Die Sonne lacht jetzt so durch, die Blätter sind ganz bunt. Friedwald finde ich jetzt eine verdammt gute Alternative zum normalen Friedhof, ne? Es ist auf alle Fälle eine der wenigen Alternativen, die wir in Bayern haben. Und ich glaube, dass das eben viele Menschen so sehen wie wir und sagen, das ist ein ruhiger, friedlicher Ort. Und für mich ist es auch was ganz Besonderes, weil hier die Menschen nach den Beisetzungen auch oft kommen und sagen, schön war's. Schön war's. Und das nach einer Beisetzung, das ist was, was ich auf dem Friedhof so noch nicht gehört habe. Und das gibt einem eben einfach auch wieder eine Bestätigung, dass man sagt, ja, ich arbeite am richtigen Ort und es ist ein besonderer Ort, eine besondere Arbeit, die man hier leisten kann. Und da bin ich auch dankbar dafür. Wenn wir jetzt so in den Wald hineinschauen, es gibt ja kleine Bäume, es gibt große Bäume, es gibt Büsche. Gibt es spezielle Bäume, wo man bestattet wird? Dafür kann man sich gleich jeden raussuchen. Alle Bäume, die eine Baumnummer haben, so wie der Baum hier hinter uns, der ist ein Bestattungsbaum. Bäume, die keine Baumnummer haben, sind keine Bestattungsbäume. Ah, ja. Mit der Baumnummer sind die Bäume per GPS eingemessen und in einem Baumkataster angelegt. So wie es am Friedhof ein Grabkataster gibt, gibt es bei uns ein Baumkataster. Es gibt verschiedene Bäume, wie du schon gesagt hast, gibt es dicke und alte Bäume und es gibt aber auch ganz junge Bäume, die ganz neu gepflanzt sind oder eben die hier noch nicht so viele Jahre stehen. Es gibt aber nicht nur verschiedene Bäume, auch verschiedene Baumarten, nicht nur das Alter ist verschieden. Wir haben hier eine relativ naturnahe Waldgesellschaft, die auch sehr stabil ist. Das heißt, wir haben hier Eichen, Buchen, Linden, Hainbuchen, Ahornarten und dazu noch ein paar besondere fränkische Spezialitäten, wie die Elsbeere und den Speierling. Auch ein Nussbaum, der das ganze Bild noch ein bisschen komplettiert und interessanter macht. Also ich kann mir die Baumart aussuchen, aber auch sagen, alter Baum, junger Baum. Und jetzt gibt es nur noch drei Fähnchen dran. Blau, Rot und Gelb. Warum sind die drei Farben? Richtig, also zuerst mal nur Bäume, die eines dieser bunten Bänder haben, sind Bäume, die noch frei sind. Alle anderen Bäume, die eine Nummer haben, aber kein Band, sind schon vergeben. Und die drei Farben kennzeichnen die drei Grabarten, die es hier gibt. Man kann nämlich einen eigenen Baum haben oder aber man teilt sich einen Baum mit Unbekannten. Das geht auch? Das geht auch. Aber ich kann auch sagen, also ich möchte, dass meine Angehörigen und ich einfach den Baum für uns alleine haben. Genau. Es hängt immer von der familiären Situation ab. Manchmal kommen Angehörige im Todesfall und sagen, der Verstorbene wollte unbedingt in den Wald. Und dann ist es eben auch so, dass sie nur einen Platz suchen. Dann ist der Gemeinschaftsbaum sicherlich die richtige Wahl. Auch den gibt es in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen Stärken. Oder aber es gibt Angehörige, die sagen, wir wollen unseren eigenen Baum haben, wir sind aber nur zu zweit. Wir brauchen nicht diese 10 Plätze, die ein Baum normalerweise hat. Dafür gibt es den Partnerbaum. Der wäre gekennzeichnet durch ein rotes Band. Das blaue Band wäre dann wieder ein Baum mit 10 Plätzen, ein eigener Baum, ein Familienbaum oder einen, den sich befreundete Ehepaare miteinander teilen. Das liegt dann ganz bei demjenigen, der diesen Baum aussucht und erwirbt. So, jetzt geht es auch um Kosten. Wie lang ist denn erstmal die Liegezeit eigentlich im Friedwald? Also die Ruhefrist beträgt für alle diese Grabarten, die wir gerade besprochen haben, bis zu 99 Jahre. Das ist eine kleine Ewigkeit und soll einfach einen Platz kennzeichnen, der für die Angehörigen und für die Kinder immer noch da ist, solange die leben, so ungefähr. Wenn ich jetzt mich für den Baum entscheide mit 10 Plätzen, auch in anderen verteilt, wo liege ich da preislich? Der Familienbaum oder Freundschaftsbaum mit 10 Plätzen, der beginnt bei 3.350 Euro und geht dann aufwärts. Und der teuerste Baum hier ist über 6.000 Euro. Es ist eine sehr alte und eine sehr starke Eiche. Und wenn man das aber wieder herunterrechnet auf 10 Plätze, wenn man die wirklich alle belegt, dann ist man mit einem Preis von 335 bzw. über 650 Euro gar nicht mehr so teuer. Was ist die günstigste Variante im Friedwald? Die günstigste Variante gibt es nicht. Das ist so wie mit dem Auto. Welches Auto ist das günstigste? Es kommt immer auf die familiäre Situation darauf an. Man könnte jetzt sagen, ein Einzelplatz beginnt am Gemeinschaftsbaum bei 770 Euro.
ist sicherlich dann das Günstigste, wenn ich für die Person das suche. Wenn ich drei Plätze suche, bin ich schon fast wieder im Preisbereich vom Partnerbaum. Der beginnt bei 2.700 Euro. Ich sage dir vielen Dank, Simone. Gerne. Du weißt wirklich sehr gut Bescheid. Und ihr dürft jetzt was machen. Ihr macht einen kleinen Rundgang durch den Friedwald. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Woche sind vergangen, stehen wir hier. War bei euch eine sehr lehrreiche Zeit, finde ich. Das freut mich, dass auch mal mehr über Bestattungen gesprochen wurde. Dass mir das den Menschen auch näher bringt, finde ich ganz wichtig. Jetzt muss ich dazu noch sagen, wir hatten auch schon eine Bestattung hier im Friedwald. Und letzte Woche kam der Mann der Verstorbenen und hat mir erzählt, jedes Mal, wenn er in Friedwald geht, seine Frau besuchen, nimmt er ein Blatt mit. Nach Hause. Und wenn dieses Blatt verwelkt ist, dann weiß er, dass es wieder Zeit ist, seine Frau zu besuchen. Nee. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Geste, ja. Das ist eine tolle Idee. Ja, das finde ich auch sehr schön. Auch an dich vielen, vielen Dank. War eine tolle Woche bei euch. Wir haben viel erleben dürfen. Auch der Zuschauer vor allem hat jetzt mal, glaube ich, ein anderes Bild vom Beruf Bestatter, aber auch Krematorium und auch Friedwald. Ne? Die Distanz von den Menschen zu uns ist immer noch sehr groß. Vielleicht erreichen wir mit eurem Bericht, mit eurer Reportage was, dass die Leute einfach mal den Bestatter nicht mehr so entfernt sehen, sage ich jetzt mal. Und du musst immer fragen, kann man ruhig kommen, ne? Genau, einfach mal fragen, vielleicht mal umschauen, was macht der Bestatter eigentlich, was ist in einem Bestattungsinstitut, was gibt es da zu sehen, zu entdecken. Auch Alternativen eben, wie hier im Friedwald, man muss nicht immer auf dem Friedhof beerdigt werden oder so, es gibt viele verschiedene Sachen. Es ist ein interessantes, riesen, breit gefächertes Thema. Also bitte, wenn es Fragen gibt von den Menschen außenrum, da sollen sie doch einfach sich informieren bei ihrem Bestatter. Durchklingeln und einfach mal Termin machen. Genau, ja. So, euch wünsche ich allen was, und zwar viel Gesundheit. Dir auch. Das Wichtigste das überhaupt. Wünschen wir dir auch. Dass wir uns noch lange sehen und lange haben. Und das wünsche ich euch allen auch. Ich hoffe, wir haben euch mit dem Dreiteiler mal ein bisschen den Blick geben können, was ein Bestatter macht, wie ein Krematorium funktioniert und Friedwald eine wirklich, wirklich schöne Alternative. Wichtig ist für euch, bleibt gesund, dann könnt ihr noch lange uns angucken. Wir bleiben auch gesund. Und offen gesagt, mancher Streit ist vielleicht total Pillepalle. Vergesst manchen Streit, weil es gibt Wichtigeres im Leben, und zwar ein gutes Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Ich sage danke fürs Zuschauen. Servus, Taha. Bis zum nächsten Mal, wo ich dann unterwegs bin. Lasst euch mal überraschen.